Peace. Wir sind hier in Laos, immer noch. Und noch in Kiao. Die Hühner rennen schon weg von mir. Wir gehen auf einen Viewpoint. Das sollte irgendwo da oben sein. Und dann sollte man 360 Grad Blick haben. Über das ganze Dorf und über die Berge. Hey, ich bin gespannt. Aber bis wir dort sind, ist noch ein weiter Weg. Etwa eine Stunde, hat sie gesagt, geht's, bis man oben ist. Ich bin schon jetzt vor am Schwitzen. Richtig geil. Ich habe gerade etwas gegessen. Wir haben jetzt 12 Uhr. Genau Mittag. Gut. Mal schauen, wenn wir hier ankommen. Und ja. Wenn ich etwas sehe, dann schaue die Kamera wieder rein. Was ich noch sagen wollte. Das Junge war ein Schild. Wo gestanden ist, man sollte auf dem Track bleiben. Nie anders herlaufen. Wo hier jetzt immer noch viel Bomben vom Vietnamkrieg. Ja, Laos ist, oder der Bereich hier in Laos ist, glaube ich, eines der bombardierendsten Länder gewesen, denn zumal. Darum müssen wir hier einfach auf dem Weg bleiben. Aber jetzt schaffen wir, glaube ich, schon. So. Ich kann nicht so viel schnurren, wenn ich hier hochlaufe. Ich muss mich auf mich konzentrieren. Das ist schon recht anstrengend. Schon jetzt. Und es geht eine fucking Stunde. Alter. Ich werde aber tot sein. Und dann muss ich was haben. Fick mein Leben. Da ist ja mal schon ein Viewpoint, ich habe gesehen. Wo man Pause kann machen wahrscheinlich. Die würde ich auch brauchen. Die würde ich auch gut brauchen. Überall raschelt es da. Bambus, fette Bambus, Bösch, überall. Hele. Jetzt bin ich noch auf das Video abstellen gekommen. Und da sehe ich gerade,
Leute in den Weg versperrt. Kommutator. Bam! Schon sind wir weg. Die Luft sprengt. Ist das lustig? Nein. Aber hier sollte auch nichts Gefährliches rum sein, weil das sind alles Felder, auch jetzt hier auf dem Hang. Das ist sicher schon ein paar Leute gelaufen. Das ist geil. Ich muss Pause machen. Ich bin schon so am Schwitzen. Wie immer, in jedem Video. Aber jetzt ist es schon extrem. Geht das durch, Mann? Überall spicken. Hey, Gümperli. Meine Verteidigung hier. Die Höhe vor der Kamera. Hoffentlich hat es keine Schlange und nichts. Bis jetzt ist es gut. Man sieht so, ein paar Meter weiter oben als vorhin. Jetzt zeige ich euch mal die Aussicht. Okay, da ist jetzt gerade der Busch vor dran, scheiße. Da hinten sieht man schon einen Fluss. Aber das ist nicht der Mekong, das ist der... Wir schauen erst schnell auf dem Handy. Mal lesen, was es ist. Das ist. Ja, jetzt haben die gekämpft. Und wir gehen weiter rauf. Keine Schlange. War nicht oben dran. Die sind nämlich auch gar nicht in den Bäumen. Die Wichsers. Wir haben 33 Grad. Ist auch schon kühler als es ist. Ich höre das Rascheln da im Baum. Aber ich weiß nicht, was für ein Tier. Ah, da hat Platz zum Päuseln. Heute sollte es noch regnen. Ich hoffe nicht, wenn ich da auf dem Weg bin. Es wäre gerade ein bisschen Arsches. Da haben wir ein chilliges Plätzchen. Sorry, mit Reitigampfi und so. Bänkchen. Ja. Schöner Kaktus. Fucking Käfer am Bein. Schweck. Mir läuft der Schweiß schon in die Augen wieder. Ach, müssen wir schon eine Pause machen? Nein.
Sag es selber noch 100 Mal. Ganz Baum wackelt. Aber das brauche ich jetzt gerade. Pause. Also, jetzt bist du aufgegeben, ich bin ja tot. So, weiter. Weiter durch das Gestrüpp. Fuck. So, Banane. Blumen und da noch ein paar Bananen. Ganz speziell hier kommen fliegende Insekten, die ich noch nie gesehen habe. Fliegt mir aus dem Tor. Mein Gesicht. Oh, nein. Hey. Überall auf. Spinnen, aber nur kleine. Also schon gross. So gross. Aber nur ganz dünne Beine. Darum die siehst du nicht auf der Kamera. Ich habe es schon probiert zu filmen. T-Shirt abziehen kann ich leider nicht. Jetzt bin ich nicht vollgestochen. Das mache ich auch nicht. Jetzt habe ich noch... Wie heisst das Fieber? Dengue-Fieber. Was von der Mucke geht. Das gibt es hier aber schon noch. Wir wissen nicht so. Und nicht, dass ihr so wisst. Aber hier sollte man noch ein bisschen aufpassen. Sieht aus wie kleine Schlangenhaut. Die Kamera wird auch schon sehr heiß. Nach irgendwie 20 Minuten, 10 Minuten. Das macht es auch nicht gerade besser. Ja. Amazing. Ich sehe es wieder. Irgendwo. Wir sind irgendwo mit drin. Wenn ich lieber stehe, werde ich vorgestochen von der Mucke. Aber ja. Räubli gefunden. Oh, Pest. Wo ist er? Hier. Ganz klatsch. Da ist noch einer. Ich muss wieder laufen, wieder abgestochen. Von der Mucke. Komm, film doch mehr, du Hure. So. Jetzt noch zoomen. Dreistellen, Scheiße. Ah.
sogar eine Seile zum Heben. Hier. Aber es sollte schaffen. Ohne Seile. Mit der Hand. Yes, sir. Sie ist schon höher oben. Komm doch einfach geradeaus. Da geht die Karte irgendwie besser. Da sieht man das Tierli am Baum. Ich weiß nicht, wie es heisst. Oh, meine Augen brennen. Oh, shit. Ist das sehr ernst? Ist das sehr ernst? Hier gehen wir jetzt rauf. Vielleicht mit dem Seil. Ja. Warte, die schnell haben. Warte. Das ist Spinnen überall. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Aber die ist überall da. Ja, der Schritt. Und der Tritt. Sie sind da. Das Geländer ist für nichts. Okay. Geil, sieht's aus. Es kann nur noch besser werden. Geiler Fels, wo langsam abgespült wird. Ganz alter Baum und fast verkreit. Is it still far? Yeah. Almost halfway. Okay. But you're the only one at the top. Oh, great. I was too, so that's nice. Oh, yeah, thanks. But it's far, sorry, but it's worth it. Yeah, I think so. I was maybe 200 meters, I thought, I'm going back. Yes. But I made it and it's really worthwhile. Good job, great. Yeah. So. Good luck. So yes, you too. Thanks. This one goes much faster. So there are two ways? Oh, no. Oh. I mean down. Oh, yeah. Oh, yeah. Yes, I think so. Yeah. Okay. Good Perfect. Luck. Thank and you. Enjoy on your own. I will. Thanks. Bye. Bye. So, filmst du nicht mehr? Da? So hat jetzt die Kamera wieder irgendetwas gefilmt, wenn ich mit den Leuten rede. Aber sie hat gesagt, ich werde alleine jetzt oberst sein. Habt ihr das gehört? Wenn ich das geschafft habe, bin ich alleine da oben wieder raus. Das ist doch geil. Aber wir sind noch nicht mal bei der Hälfte, hat sie gesagt. Das ist der heavy part. Das ist der heavy part. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Oh shit. Ich sehe wie. Zum Glück habe ich ein bisschen Wasser mitgenommen. Ich glaube einen Liter. Und lange. Darum kann ich noch gar nichts. Aber was mache ich jetzt gerade, wenn ich da bei der Hälfte bin, wenn das überhaupt die Hälfte ist? Oh shit! You are now halfway! Alright. Ich gemerkt. Und hier ist das Pauseplätzchen. Die erste Hälfte sicher den verdammten Scheissdreck zu stützen. Ich muss eine Pause machen. So.
hier, Hauptweg. Wir gehen weiter. Ich bin gespannt, ob ich länger dort oben bin. Aber wenn sie das sagt, und es keinen zweiten Weg gibt, verrufen, wird das auch bestimmen. Gut, ich habe jetzt etwas getrunken. Das wäre auch ein Zusammenbruch. Ich probiere immer, wenn ich ein Tierli höre, sehe, das zu filmen, aber das ist so schnell. Und so gut getarnet, dass es schon schwierig ist. In dieser Hitze, in dieser Anstrengung, noch ein schönes Tierli filmen. Aber es hat doch nicht so hure viel. Ja, in der Hälfte von diesem Berg sind wir etwa. Oder vielleicht von dem. Sind die ja gleich hoch. Ich fühle mich schon heim vom Auflaufen. Der Hitze. Die Höhe. Die Sonne ist gar nicht so da. Aber es ist so heiß. Schau selber rüber her. Hier ist auch eine Szene zwischen oben. Hat die Abkürzung genommen. Ist auch nicht in die Luft gegangen, so wie es gesagt. Ja, nein. Ich muss eine Pause machen. Okay. Wir sind etwa fast auf dem Berg. So wie es ausgesehen. Oh, das ist ein Schuss fliegen. Mücken, Viecher, was es ist. Ich bin bretschnass. Einfach mit dem Boden. Bis jetzt keine Monkeys, keine Schlangen gesehen. Nur Mücken, Mücken, Mücken. Heugümper. Ja, so das. Ja, gut. Oh, da. Ja, da hinten sieht man doch schon die andere Seite, Mann. Wo bringst du mich her? Ist das doch hier der Weg, oder nicht? Dann nochmal zurück. Für Arschi. Oder ist es einfach da vorne? Und ich habe nicht gesehen, dass es dort geht. Wo der Weg geht eigentlich schon deutlich hier in die Richtung, wo ich bin gegangen. Hier haben wir nicht wirklich. Check ihn nicht, oder was? So klatsch vom Haus auflaufen. Es muss da wachsen. Wo geht's weiter? Wo
Also nicht im hohen Bombengebiet rumlaufen. Das kann es da schon nicht sein. Aber da hier hängen wir nicht. Wenn der Weg so aussieht. Was mich verarschen. Der ist einfach hier hin. Hier rauf sicher nicht. Ich geh jetzt einfach da schauen. Alter, es raschelt. Hier sieht es aber jetzt schon besser aus. Wenigstens gerade keine Stege mehr. Ich denke, es ist eine hohe Schlange, die da vorne kommt. Aber es sind die Urreste. Lianenbäume. Was auch immer. Ja, der Weg sieht wieder besser aus. Viel besser. Man muss nur mehr wagen, weiterzulaufen. Dann findet man es da schon. Oh. Was sehe ich da? Wow! Viewpoint 200 Meter. Und Mushrooms. Ey, du scheiß Viech. Flieg mir nicht gering hin. Probiere so gerade wie möglich zu filmen. Es ist sehr eng hier. Also ja, es geht natürlich nicht. Man sieht nicht weit. Darum sieht es vielleicht auf der Kamera. Ui, manchmal ist nicht so gut aus. Oh, zum Glück keine Stege nicht mehr, die haben mich fast tötet. Oh, das sind Fußspuren. Also bin ich auch auf dem richtigen Weg. Da. Wo Menschen sind, ist natürlich auch ein bisschen Köder. Wurde leid, seht ihr. Oh Mann. Fuck, ja. Mit der Stege. Ah, oh, da bin ich jetzt da drin gestanden. Im Matschhaufen. Wie weit rauf ist es gegangen? Wie mehr wird ich angegriffen von diesen Möckeli, Mann. Das ist nicht so. Das ist nicht mehr normal. Das ist wirklich nicht mehr normal. Das ist lange 200 Meter, Kollege. Was ist für die 200 Meter? 200 Meter gegen Ufer. Das ist gerade. Film doch mehr. Hey, nein. Ich habe sogar ein Badtüchli dabei. Eigentlich nur zum Schutz für meine Kamera im Rucksack. Aber jetzt kann ich mit dem Tender wirklich abtrocknen. Oh, wie heiß aber jetzt. Ja, ist es die Ernst? Oh, Viech. Bambuswald. Fuck. Fetter Baum. Oh shit.
sehr excited, bin allein. Jetzt bin ich doch in der Psycho. Es sieht so aus. Was war denn mit dabei? Ach, tschi. Nein, sind wir nicht. Es sind immer noch fucking 100 Meter. Oh Mann. Also. Hey, ja. Hier ist schon mal spitz von etwas. Und da oben. Hey, nein, Mann. Sie machen es immer wie spannender. Die Hure sich. Oh, das da ist sogar das Füßchen. Letzte 50 Meter. So wie viel immer. Oh yes. Geil. Ja. Und die letzte paar Meter. Und dort oben kann ich auch aufhören. Kommt runter. Loch. Schulter am Vergraben wahrscheinlich. Standard. Wo geht's rauf, Mann? Hier ist schon eine Hütte. Fuck. Wie geht's denn so rauf? Fucking anstrengend. Ich habe jetzt auch wirklich keine Tiere. Es scheisst auch die da rauf zu laufen. Wow, was kommt da raus? Harz. Von einem Baum. Ich muss auch hier oben pennen. Ich kann nicht mehr. Okay, man kann hier das Camping reservieren. Das Feuer darf man nicht selber machen. Waffen nicht aufnehmen. Nichts vom Wald klauen. Oh shit, wir sind oben. Jetzt komm, nimm das schön auf. Oh. Oh. Geh mal gleich davor. Oh. Shit. Oh shit. Fucking high, man. Woo. Laos. Nong Khao. Da unten ist mein Hotel. Oh, der hat die Aussicht. Oh shit.
Ah, der ist so geil. Ich weiß nicht, ob man das, ob das rüberkommt, wie hoch das ist. Wie geil ist das eigentlich ausgesehen. Obwohl kann man eigentlich schon recht geile Aufnahmen machen. Wow. Zum Glück jetzt hier nicht so viel. Aber ich bin bratschnass, glaube ich, gar nicht. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Noch die letzten Stege. 4, 5, 6. Film gerade aus, Mann. Mir läuft genau der Schweiß in die Augen. Oh mein Gott. Köder hat es schon da oben. Wow. Da hinten sieht man noch mehr vom Fluss. Einfach das Grüne, in die grünen Hügel hängen. Wow, geil. Und ein leichtes Lüftchen kommt. Ein kleiner Wind. Puh. So nass. Sieht man das überhaupt? Bratschnass. Was machst du? Was haben wir noch da? Trash? Über Trash? Zwei Tübli Leim. Stühle. Kleine Stühle. Plätzchen zum Köcherle. Die Aussicht ist krank. Damit sich der Stundenweg jetzt gelohnt hat, muss ich in lockerer Stunde oben bleiben. Und einfach genießen. Genießen und nichts machen. Abkühlen. Trocknen. Dann ist noch einer so einen Stein. Zum draufstehen. Ui. Wow. On top. Wow. Und da zoomen. In diesem Fall bis jetzt ist das gewesen vom ich muss jetzt gerade im Moment, ich weiß nicht, ob ich noch so viel mehr muss jetzt einfach chillen. So, hier habe ich die Videos gestartet mit Ananas. Jetzt sind wir wieder fast unten. Ich filme noch schnell den Ausgang. Ich bin bratschnass wieder.
komm. Wäsch nass. Das war der erste Steckertritt. Bevor ich das Video aufnehme. Wie ein Gärtchen von den Einwohnern aus. Abgesichert mit Stacheldraht. Sie sind am Chillen, am Schlafen. Vielleicht kann ich hier nicht so viel filmen. Weil es ein bisschen privat ist, keine Ahnung. Hühner. Big boy. Jackfruit am Essen. Mal ruhig. So. Wir sind oben angekommen. Sabadi! Hier, du siehst noch einmal. Nicht ab dem Dinga. Weil. Dinga, wie mal. Oh, und. Hallo! Gut!